Ausgaben. Ich weiß nicht, für uns denn da schon großes Erlebnis. Ich glaube, bei 17.600 Leuten hat es überhaupt wahrscheinlich noch nie gespielt in den letzten Jahren. Ich hatte das Gefühl, dass fast eine Stunde lang das Ganze eine Überforderung war für euch. Ja. War das ganz einfach, dieser Ausschuss ganz einfach dann. Genau, das war groß für uns. Die ersten 60 Minuten bis zum Ausschluss waren wir viel zu ängstlich, mutlos. Wir haben eigentlich den Plan, den wir hatten, der bestand auch darin, dass man mal Ballbesitzphasen hat. Das haben wir gar nicht geschafft, weil einfach der Druck von unserem Spiel zu groß war. Und erst nach dem Ausschluss sind wir richtig ins Spiel eingestiegen. Dort waren wir natürlich sehr gut im Laufen. Dort haben wir viel Ballbesitz gehabt, haben noch vorkombiniert und die eine oder andere Torszene kreiert. Aber bis dorthin war unser Gebiet völlig überlegen. Und wir müssen schon ganz ehrlich sein, dass das ein wirklicher Punkt war, weil wenn er ein bisschen zwei Minuten macht, dann ist die Partie entschieden. Gar nichts. Das ist ein Traum, das ist ein Traum für uns alle, was wir jetzt vorlesen dürfen. Ich habe es kurz vor uns schon gesagt, für den Spieler, wir haben letztes Jahr gegen Rapid 2 von 44 Zuschauern gespielt. 44 waren es, glaube ich, also die Eltern von den Spielern waren da. Und jetzt haben wir fast vor 17.000 Zuschauern gespielt. Das war für jeden Spieler, für jeden Trainer ein Erlebnis. Unsere Familie war da, war gezittert am Fernseher. Teilweise waren sie auch da und ja, das ist dann etwas, wo wir stolz sein müssen. Ja. Aber ist es irgendwie so, wenn man jetzt schaut, es hat drei Runden gespielt. Man hat jetzt vier Punkte, kann man schon sagen, dass uns den Arm gekommen ist. Aber es gibt ja, es ist ja nicht unüblich, dass ein Aufsteiger im ersten Jahr eigentlich das relativ leicht ist, übertrieben oder diese Euphorie ganz einfach gar nicht so kompliziert ist. Ja, wir haben jetzt zwei Punkte, das ist ja schon nach drei Runden, aber man hat in den Spielen schon gesehen, dass wir noch lange nicht in der Liga angekommen sind, weil man uns einfach immer noch an dieses hohe Tempo, an diese hohe physische Belastung, wo die körperliche Robustheit unserer Gegner gewöhnen müssen. Das ist für viele Spieler, das sind ja auch eine sehr junge Mannschaft, das sind ja wirklich neue Erfahrungen. Aber ich glaube, für die schlagen wir uns ganz gut. Und wir schauen einfach, dass wir Woche für Woche das Maximale an der Beispiel abrufen können, dass wir hier an Anschluss und die Punkte sammeln. Es wurde dann natürlich sehr, sehr oft durch Unvermögen der Gegner gewesen und brauchen wir ab und zu noch glückliche Spielverläufe. Und das ist momentan positiv für uns. Sein, wobei uns auch die Vergangenheit, was früher war, gar nicht interessiert. Wir leben in der Region
schaffen und für das zahlt sich die Mannschaft und für das gibt sie alles. Das hat man heute vielleicht gesehen, dass die Mentalität passt, dass wir immer gleich geglaubt haben, dass wir vielleicht nur den Ausgleich schaffen und wie gesagt, was früher war und das Traum der meisten Spieler von uns noch gar nicht gelebt, wo Lust in der ersten Spiel gespielt hat. Also, wir schauen da gar nicht zurück, sondern wir schauen immer nur auf das Jetzt.